Sekunde. So, so, Doktor. Hallo. Ah, ich freue mich einfach zu sehr auf das Spiel. Ich bin einfach zu sehr im Hype, deswegen muss ich kurz eine Runde um den Block laufen. Er hat ihn also erst erwürgt und dann erschlagen. Irgendwie kommt mir das alles komisch vor. Leg los, ich bin sicher, du weißt, was zu tun ist. Jawohl, Herr Gavin, überlassen Sie das ruhig mir. Zum Zeitpunkt des Mordes befanden sich nur 3 Personen in dem Zimmer. Das Opfer... Was? Oh, sagt das jetzt jedes Mal? Die Aussage hat sich jetzt nicht verändert. Was haben wir denn noch so rumfliegen hier? Wieso kann ich mit der Tastatur eigentlich nicht? Space Details... Oh, muss ich mit der Maus? Geht das mit dem Controller besser? Der Eisbär ist eingefroren, oh nein! Ja, mit dem Controller passt das besser, okay. Es könnte sein, dass ich jetzt heute ein paar Mal spontaner aufspringe. Es tut mir jetzt schon im Vorhinein leid. Was sind die Details? Also irgendwas ist hier fishy. Irgendwas ist fishy. Aber was? Zuerst Angeklagter versuchen zu würgen. Das war falsch, ne? Ja. Das war falsch. Ich hätte gehofft, damit nochmal einen Treffer zu landen. Nach dem Motto, Ashton steht aber nichts im Bericht. Ich glaube, das ist eine Blutspur, Buka. Die Blutspur habe ich auch gesehen. RB.
Das da oben, der hat eine Glatze. Oder er ist der Avatar. Das kann natürlich auch sein, ne? Also entweder ist er der Avatar oder das ist eine Blutspur. Aber hätte er mit der Traubenflasche nicht auch irgendwie dann das halbe Nasenbein zertrümmert oder sowas? Würgespuren, ja, damit könnten wir es probieren. Damit könnten wir es probieren. Damit könnten wir es nicht probieren. Nee, das ist es auch nicht. Oder habe ich da schon nachgehakt? Warte mal. Moment, alles gut, Cypher. So, wenn ihr miträtselt, ist das völlig in Ordnung. Nur wenn ihr die Lösung kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr zurückhaltet. Sie erwähnten bisher nichts von einem Schlag. Mir leid tun müssen, haben vergessen, da. Zeugin, seien Sie in Zukunft genauer bei dem, was Sie aussagen. Oh, da, es tut mir leid, euer Ehren. Das sollte dann auch die fehlende Übereinstimmung mit dem Autopsiebericht erklären. Der Angeklagte hatte vor, sein Opfer zu erwürgen, überlegte sich dann aber anders. Und entschied sich für eine einfach, das hatten wir auch schon. Okay, Moment. Also jene Nacht, Gastfragen geben Karten fürs Spiel. Sein kalt, beide Spiele mit Hüten, da. Opfer, er spielt die ganze Zeit mit Hand an Medaillon um Hals. Oh, warte mal. Ja, mit Medaillon um Hals. Oh. Wir haben nur noch zwei Leben, ich speichere mal sicherheitshalber nochmal. Ich würde irgendwie den ganzen Quatsch nochmal neu durch, mit Medaillon um Hals. Dann habe ich eine Frage, wo ist denn das Medaillon? Warum meinen Sie dieses hier? Guck mal, hat sie nicht auch das Millennium-Puzzle drum? Ja! Ihre Aussage hat also diesen einen Schwachpunkt, wie Herr Gavin erwähnt hat. Aber was bedeutet das? Herr Justice, würden Sie uns aufklären, worüber Sie so angestrengt nachdenken? Erinnern Sie sich an die Aussage, euer Ehren? Das Opfer spielte mit Hand an Medaillon um Hals. War der genaue Wortlaut, oder? Ich hoffe, Sie haben nicht vor, gegen die Sprachkenntnisse der Zeugin Einspruch zu erheben. Keineswegs. Sehen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie da ein Medaillon um Hals des Opfers? Am Hals des Opfers? Sehr gut, Justice. Ich bin beeindruckt. Ich wusste, dass du das schaffst. Na, aber was bedeutet das? Wenn wir der Aussage der Zeugen Glauben schenken, dann muss das Medaillon nach dem Tod des Opfers verschwunden sein. Herr Wright, Hosen runter. Was? Medaillons verschwinden nicht einfach, euer Ehren. Wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich ganz klar. Wenn das Medaillon weg ist, dann muss es jemand an sich genommen haben, oder? Genommen? Moment, Sie meinen doch nicht! Der Angeklagte hat das Opfer gar nicht gewürgt. Er holte sich das Medaillon. Wie wäre es damit? Oh. Angeklagter, was haben Sie dazu zu sagen? Sagen Sie. Ja. Sie. Fällt mir zwar erst jetzt auf, aber... Oh. Sie haben da etwas um Ihren Hals hängen. Oh. Meinen Sie das hier? Ja, ein Medaillon. Mit einem Foto. Ein Foto meiner Tochter. Wie bitte? Er hat eine Tochter? Wie bitte? Herr Wright, Sie haben eine Tochter? Das wurde bei der Verhaftung bestätigt. Das Bild im Medaillon zeigt in der Tat Herrn Wrights Tochter. Maya Ver... Moment, was? Also hatte Herr Wright auch ein Medaillon. Ist das so eine Art Mode bei Pokerspielern? Ich würde das Medaillon kurz sehen, ob das auch stimmt. Also, ich würde es gerne sehen. Also gut, da der Ausgang des Spiels offensichtlich zu dem Mord führte. Wie wäre es, wenn wir ein wenig mehr darüber erfahren würden, wie das Spiel ausging? Ich halte jegliche weiteren Aussagen für überflüssig. Es steht eindeutig fest, dass der Angeklagte der Verlierer war und ein Schlechter dazu. Er hat aber eigentlich gewonnen, da... Pauli,
Berichten Sie dem Gericht vor dem Spiel zwischen dem Opfer und dem Angeklagten. Da. Show me your Aussage, Baby. Spielen beginnen mit Chips, wert 3500 Punkte für jeden Mann. Chips von Haus in zwei Größen, klein und groß. Wer hat gewonnen? Da, Opfer gewinnen. Letztes Blatt, Angeklagter setzen alle Chips auf Tisch und verlieren. In Augenblick das verloren, Angeklagter nehmen Flasche auf Tisch und... Welchen Finger hält sich der Joker denn da an die Stirn, wenn er nachdenkt? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Zufolge scheint es ein einseitiges Spiel gewesen zu sein. Dem Gericht ist bekannt, dass Poker der Lebensinhalt des Angeklagten war. Diese Niederlage muss ihm schwer zu schaffen gemacht haben. Ach, wie oft ich das schon gehört habe. Es geschah im Affekt, euer Ehren. Ich bedauere meine Tat zutiefst. Klingt banal, aber sowas passiert immer wieder. Ich glaube, der Richter sieht zu viele alte Filme. Herr Reich sagt aber, sagt, er habe seit 7 Jahren nicht verloren. Die Aussage ist also falsch. Da fehlt das Würgen, Olga! In der Tat. In der Tat. Spielbeginn mit Chips wert 3500 Punkte für jedermann. Sind das die üblichen Startpunkte? Gab es irgendwelche Sonderregeln? Nein, nichts Besonderes. Normales Spiel, normale Regeln. Wenn beide mit 3500 Punkten begannen, dann ergäbe das insgesamt genau 7000 Punkte. Oh bitte, das ist keine was? Das ist keine Analysis? Das ist nicht mal ausführliche Division. Was? Okay. Wörter. Chips von Haus aus in zwei Größen, klein und groß. Gib sie auch in klein und groß, was? Sind auf diesem Foto sämtliche Chips zu sehen, die zum Einsatz kamen? Da. Da, natürlich. Wenn es Chips stimmt, was nicht. Weiter nachhaken. Darf ich mir das erstmal anschauen, bitte? Okay, das sind 10 große und 2, 4, 6 kleine. Das sind 16 Chips. Was hatte sie gesagt? Tennis, stimmt, denn es ist Multiplikation. Es ist nicht Addition. Egal. Wir haben 10 große und 6 kleine. 16. Was hatte sie gesagt? Groß und klein. Sie hatte keine Anzahl gesagt, ne? Och Gott, ich denke jetzt wahrscheinlich wieder komplett kompliziert. Ich glaube, das sind nicht alle Chips, wa? Jeder Spieler startet mit 3500 Punkten. Dann müsste jeder Spieler 3 kleine und 5 große haben. Also 8. Wenn die kleinen 500 sind, haben wir noch 2000 durch 5. Das passt nicht. Dann müsste ein Chip 250. Dann sind das 500, 700. Nee, passt auch nicht. 125? Nee, passt auch nicht. Ich glaube, da fehlen einfach Chips, wa? Oder irgendwas stimmt bei den 3500 Punkten nicht. Können Sie uns noch ein wenig mehr über die Chips erzählen? Erzählen, was da geben zu erzählen? Pokerchips sind Pokerchips. Pokerchips sind Pokerchips. Es gibt keine Fish-Chips, keine Kartoffelchips, keine Mikrochips, keine. Danke. Wenn ich schon nachhacke, sollte ich besser auch eine Frage stellen. Was sind diese Chips wert? Sind das Dollar oder vielleicht Rubel? Und welche Chips sind was wert? Niet. Wie ich schon sage, es Spiel, nicht Glücksspiel. Kapitalisten können vielleicht schwer verstehen. 2 Sorten Chips, 100 Punkte und 1000 Punkte. Das ist nicht sein Geld da. Aber jeder Spieler startet mit 3500. Hä?
Dann bist du schon bei 5000. Hat sie... Kann ich in das Protokoll rein? Wenn beide mit 3500 Punkten begannen, dann ergäbe das insgesamt 7000 Punkte. Und sie sagte, das sind doch 1000 Punkte, sagte sie. 100 und 1000. Und das sind alleine schon 2, 4, 6, 8, 10.000. Das sind 10.600 Punkte auf dem Tisch. Justice. Herr Gavin, findest du ihren Kommentar nicht interessant? In mehrererlei Hinsicht, Herr Gavin. Ich würde sie ihre Aussage ergänzen lassen. Und beantragt die Verteidigung, dass die Zeugin ihre Aussage ergänzt? Bitte. Ja, ich denke, das sollten wir weiterverfolgen. Ergänzen Sie Ihre Aussage. Ich wünschte, ich wüsste, wo das hinführt. Ich schon. Na schön, Zeugin, wenn Sie dann bitte so freundlich wären. Da, euer Ehren. Die eine Chips wert 100 Punkte, andere wert 1000 Punkte. Zwei insgesamt. So, muss ich jetzt hier Objection oder bei den 3500? Ich hoffe hier. Objection! Danke. Sind Sie sicher, dass das Opfer der Gewinner war? Absolut sicher? Darum geht's mir nicht. Es scheint, als wäre unser frisch gebackener Anwalt ein wenig verwirrt. Ein Blick auf das Bild und Sie kennen den Gewinner, oder sind Sie etwa begriffsstutzig? Nur um sicher zu gehen, könnten Sie dem Gericht Ihr Problem erläutern? Mir bitte auch, ich habe nämlich was anderes im Kopf. Aber sicher, Euer Ehren, ich sehe auf diesem Foto kleine Chips und groß... Ich sehe auf diesem Foto kleine Chips und große Chips. Sagen Sie mir, welche waren 1000 Punkte wert? Was soll das? Die großen natürlich ganz einfach. Davon ging ich auch aus. Aber dann stimmt die Summe nicht. Die Summe? Lassen Sie uns noch einmal einen Blick auf die Aussage der Zeugin werfen. Beide begannen mit Chips im Wert von 3500 Punkten. Und die Summe aller Chips betrug 7000 Punkte. Ja, wenn meine Berechnungen stimmen, mal sehen. 3 plus 1, die 5 nach oben, 3 im Sinn, Pi mal R Quadrat, Fischstäbchen zu Kartoffeln. Was gibt's denn heute in der Kantine? Sie stimmen, Euer Ehren. Also, sehen Sie sich das Foto an, das angeblich alle Chips zeigt. Wenn die großen Chips 1000 Punkte wert sind und die kleinen 100 und sie addieren, was kommt denn heraus? Meine Güte, der Kerl hat außer Zahnbelag echt nichts drauf. 10.600 Punkte, eine falsche Summe. Das widerspricht eindeutig der Zeugenaussage. Wie kann das sein? Exakt, Justice. Nun, da du das Was kennst, fehlt nur noch das Warum. Genau, es gibt nur eine mögliche Erklärung für diesen Widerspruch. Startpunkte waren falsch, falsche Anzahl an Spielchips, beide waren korrekt. Was? Ach so. Oh nee, ich hasse sowas. Ich hab da nur noch zwei Versuche. Was ist denn eigentlich, wenn die großen 2, 4, 6 sind 6000? Da sind 2, 4, 6, 8, 10 sind 100, sind 7000. Also wenn die großen 100 Punkte wert wären und die kleinen 1000, dann sind wir wieder bei 7000 Punkte, oder? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Dann sind wir bei 7000 Punkte. Startpunkte waren falsch. Doch, das ist das, was ich sage, oder? Die hat das vertauscht. Die Rechnung kann nur eines bedeuten. Wenn die Summe sämtlicher Chips 10.600 betrug, dann haben beide Spieler das Spiel mit 5.300 Punkten gestartet. 5.300! Eine abwegige Punktzahl für den Beginn eines Spiels. Justice, was würden andere Startpunkte ändern? Würden sie überhaupt etwas ändern? Scheint, als wäre der Einwand der Verteidigung noch abwegiger als die Punktzahl. Oh oh, Zeit nochmal von vorne an zu... Echt beides?
Wurde das gesagt? Also beides ist korrekt? Warte mal. Oder ist das deine Schlussfolgerung, Booker? Beides. Falsche... Ich vertraue euch mal, Chat. Beide haben das Spiel mit 3500 Punkten begonnen. Wenn dieses Foto tatsächlich alle Chips zeigt, dann kann das nur eins bedeuten. Und das wäre? Der Wert des Chips war genau andersherum. Okay. Was? Wollen Sie wissen, wie ich das sehe? Die kleinen Chips waren 1000 Punkte wert, nicht die großen. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Zeigen Sie mir das Foto mit den Chips nochmal. Das sind 6 kleine und 10 große. Ja, das ergibt 7000 Punkte, wenn man sie addiert. Exzellente Arbeit, Justice. Kommt einem fast vor, als wärst du von ganz alleine drauf gekommen. Boah, der Chat hat mich nur in die richtige Richtung geschubst. Naja, ich bin schon damit zufrieden, der gewesen zu sein, der es gesagt hat. Aber warten Sie. Der Punktewert mag ja ein anderer gewesen sein, aber das ändert gar nichts. In der Tat, das opfert immer noch die meisten Chips. So funktioniert das nicht. This is not how it works. Phoenix hatte 4100. Und der andere hatte 2, 4, 6, 8, 9, 2900. Das haut vorne und hinten nicht hin, Leute. Ganz ehrlich. Habt ihr schon mal, logisch nachgedacht oder so? Genau. Wenn die kleinen Chips 1000 Punkte wert sind und die großen 100, machen wir ein bisschen Mathe. Addieren Sie die Punkte für jede Seite des Tisches. Das Opfer Smith hat 2900 Punkte und der Angeklagte hat 4100. Tja, sieht so aus, als wäre Herr Wright in jener Nacht auf der Siegestraße gewesen. Das ist unmöglich. Mein Mandant hatte sogar noch weniger Anlass, das Opfer zu töten. Immerhin war er dabei zu gewinnen. Nun, Frau Orley, Sie müssen den wahren Wert des Chips gekannt haben. Immerhin waren Sie ja am Tatort oder etwa nicht? Ruhe, Ruhe! Anscheinend hat sich soeben das Motiv unseres Angeklagten in Luft aufgelöst. Und die angebliche Niederlage des Herrn Reich hat niemals stattgefunden. Wir sollten uns wirklich fragen, ob man den Aussagen der Zeugin überhaupt Entschuldigung, was wünschen Sie, Frau Orley? Ich das nicht sagen wollen, aber in Wahrheit wissen Sie, Wissen was, Frau Orley? Was wissen wir? In letzterem Blatt da gewesen Schwindel. Ein Schwindel? Sie meinen doch nicht... Falschspiel? Moment, oder meinen Sie... einen Betrug? Das ist doch alles das Gleiche. Ja, das war Schwindel in letzter Blatt. Deswegen spielen Enten mit Chips wie Chips sein. Na, toll. Ganz toll. Zuerst waren es Lügen, jetzt auch noch Betrug? Also dieser Fall hat soeben eine wirklich... interessante Wendung genommen. Und ich muss noch eben was trinken. Boah, Alter. Körper, was ist denn heute los mit dir, ey? Zeugin, bitte berichten Sie. Berichten Sie uns von diesem Betrug im letzten Blatt. Zeugenaussage. Das letzte Blatt. Letztes Blatt, Männer beide hatten Full House. Es geben jede Karte viermal ein Kartenspiel von Ass bis König. Wenn sie ransehen, Blatt von Männern, man kann sehen, Betrug. Plötzlich aus Spiel werden Streit da. Trick von Angeklagter entdeckt. Er nehmen Flasche in Hand, armere Herr Smith. Muss der Dame wirklich, immer wieder applaudieren. Wirklich beeindruckt, wie sie die ganze Zeit die Suppe fängt. Understandable. Warum haben Sie das dem Gericht nicht von Anfang an gesagt? Das riecht ganz nach einer Vertuschung. Nun Leute, es ist an der Zeit, Farbe zu bekennen. Ein Full House ist ein sehr hohes Blatt. Meiner Erfahrung nach nicht leicht zu bekommen. Das allein ist Grund genug, von skrupellosen Taktiken auszugehen. Herr Gavin?
Was ist das, Full House? Die heutigen Anwälte, wissen Sie etwa nicht, wie Poker geht? Das ist nicht gut für Ihren Fall oder Ihre Karriere, dass Sie nicht wissen, wie illegales Glücksspiel funktioniert. Gibt es etwa einen geheimen Pokerkreis im Gericht? Justice, du kennst doch die Begriffe Paar, Zweipaare oder Drilling und Drilling, oder? Ja, kein Problem. Zwei Karten mit gleichem Wert sind ein Paar, drei davon sind ein Drilling. Gut, dann stell dir jetzt bitte ein Blatt mit einem Paar und einem Drilling vor. Das ist ein Full House. Das klingt tatsächlich schwierig. Auf dem Foto können Sie das Blatt beider Spieler sehen. Wow, beide haben ein Full House. Und wow, ich muss euch schon wieder kurz alleine lassen, Chat. Also, ich will nichts sagen, aber wir machen das Tutorial noch zu Ende und ich glaube, wir verschieben den Stream sonst auf morgen. Aber schauen wir gleich mal. Ich bin sofort wieder da. Ah, I'm so sorry heute, Chat. I'm so sorry. Wow, beide haben ein Full House. Es gibt einen leichten Weg, ein Full House zu bekommen und ungeschlagen zu bleiben. Betrug. Die Verteidigung darf die Zeugin ins Kreuzverhör nehmen. Sollte er mit seinem letzten Blatt betrogen haben, bleibt eine wichtige Frage offen. Herr Reicht hat mit dem Blatt verloren. Wer kennt schon einen Betrüger, der beim Falschspiel verliert? Außer Herr Reicht war nicht der, der betrogen hat. Letzte Blatt, Männer hatten beide Full House. Wie schwer ist es eigentlich, ein Full House zu bilden? Seien ziemlich schwer, da müssen Paar und Drilling bilden zur gleichen Zeit. Das stimmt wohl. Sehr schwierig, wirklich. Dann können Sie mir als Poker King von Gerichtssaal Nummer 3 glauben. Sehr schwierig, da aber nichts sein unmöglich. Okay, Full House schwer. Die Frage reine Zeitverschwendung. Es geben jede Karte viermal ein Kartenspiel von Ass bis König. Warte mal. Was hatten. Moment, wir wollten uns irgendwie die Karten anschauen, ne? Soll das denn da hinten ein Ass darstellen? Das sieht nämlich nicht nach einem Ass aus. Eher nach einer 2 oder so. Das ist doch kein Ass. Sagen wir mal, ob es eine 2 gibt oder so. Jede Karte viermal, sagen Sie. Da, von Ihrer Karte, es geben eine Pik, eine Karo, eine Herz und eine Kreuz. Es sei interessant, dass Zahl 4 kommen von Anzahl der Jahreszeiten. Was Sie nicht sagen. Und Sie wissen auch, dass die Karten von 1 bis 13 nummeriert sind? Wenn Sie alle Karten eines Spiels addieren, ergibt das 364 ein Jahr. Was Sie nicht sagen, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ist das nicht ein Tag zu wenig? Aus diesem Grund hat jedes Spiel 2 Joker. Es wird behauptet, der zweite Joker steht für das Schaltjahr. Somit hat man die perfekte Verkörperung eines Jahres in jedem Kartenspiel, das wusste ich nicht. Lol, das ist ja super lustiger Funfact. Was Sie nicht sagen. Wir werden noch ein Jahr in diesem Gerichtssaal sein, wenn er so weitergeht. Oh oh. Wenn Sie ransehen von Blatt von Männern, man kann sehen Betrug. Wieso war das klar? Da, weil Angeklagter, er spielt einen fünften Ass. Ein fünftes Ass? Ich erinnere an Karten von beiden Spielern sehr genau. Blatt von Herrn Smith haben 3 Asse. Hatte der 3 Könige gehabt? Und Blatt von Herrn Wright haben 2. Offensichtlich war hier Betrug im Spiel oder besser noch im Blatt. Hä? Objection! Euer Ehren, könnte das zur Aussage hinzugefügt werden, ohne Herrn Paynes Kommentar? Na schön, die Zeugin für dieses Teil ihrer Aussage bitte hinzu. Richtig, Cypher, es waren 3 Könige. Oh. Es waren 3 Könige und 2 Asse. Anscheinend irrt sich die Zeugin. Ich irren, aber ich sein. Sehen Sie, dieses Beweisstück widerspricht eindeutig Ihrer Aussage. Das ist das Foto mit den Spielchips, nicht wahr? Justice.
Vielleicht solltest du deinen Standpunkt so erklären, dass der Richter ihn versteht. Mit anderen Worten, benutze deine Finger und deute darauf. Ja, bitte deuten Sie auf den Widerspruch in diesem Foto, ich bin nämlich blind. Welcher Punkt widerspricht der Aussage der Zeugin? Frau Orley, in Ihrer Aussage haben Sie Folgendes behauptet. Blatt von Herrn Smith mit 3 Asse. Aber es ist deutlich zu sehen, dass das Blatt des Opfers nur 2 Asse enthielt. Hiek! Nun, vielleicht war die Zeugin einfach nur durcheinander. Anscheinend erhielt das Blatt des Angeklagten das fragliche 3. Ass. Sehen Sie sich die Beweise genauer an? Wie Sie sehen, enthielt das Blatt des Angeklagten ebenfalls 2 Asse. Wo ist das 5. Ass? Es handelt sich hier eindeutig um Betrug. Und das mitten im Gerichtssaal.